Morgen. Willkommen zu meinem virtuellen Tagebuch. Ich bin Marianne von Atelier Marie Lucienne und ich glaube, das ist jetzt die dritte Folge. Wir sind jetzt Montag, der 13. Juni. Es ist jetzt kurz nach 9. Ich habe nämlich ein bisschen rumexperimentiert mit einer anderen Kamera, aber das war nichts. Da war die Qualität jetzt absolut grottig. Dementsprechend habe ich mein Handy mal wieder im Halter geklemmt. Und ja, diese Woche ist wieder ein Feiertag, also da fehlt mir dann wieder ein Tag. Was heißt fehlt? Es ist halt so. Ich habe noch nicht viel in meinem Kalender eingetragen, nur so ein paar Pünktchen schon für heute. Das hatte ich gestern gemacht. Aber im Großen und Ganzen habe ich diese Woche zwei Hauptthemen. Das ist einmal Markus zu arbeiten. Also ich hatte Markus von Maroka beauftragt letzte Woche, meine neue Webseite aufzubauen oder meine Webseite neu aufzubauen. Und da habe ich noch einige Sachen, die ich ihm zuarbeiten muss. Ich habe so eine kleine Liste da drin und da muss ich auch mit ihm dann konferieren, was er noch alles braucht. Und das zweite große Thema, das mir jetzt schon ein paar Wochen unter den Nägeln brennt und das ich zwar immer wieder auf dem Kalender habe, in dem im Buch schreibe, aber irgendwie nicht so richtig aus dem Puschen damit komme, ist meine Herbst-Winter-Kollektion. Wobei, nicht aus dem Puschen kommt, ich habe einige Sachen schon mal gemacht, aber ich habe so ein bisschen meine Probleme momentan mit den Knoten durchzuhacken, Entscheidungen zu treffen und zu sagen, es wird jetzt so oder so. Und damit ist dann gut und damit geht es dann weiter. Also, das ist ein bisschen mein Problem, das muss diese Woche unbedingt mindestens definitiv gestartet sein und nicht diese ganze Trödelei. Also zwei Sachen diese Woche, Webseite zu arbeiten und Herbst-Winter-Sachen. Ansonsten heute als erstes drei Bestellungen packen und zur Post bringen. Und dann mal schauen, was ich noch für die Webseite ganz dringend fertig machen muss. Und ansonsten Herbst-Winter-Kollektion, wie gesagt. Okay, ich melde mich zwischendurch mal. Ich hoffe, dass ich diese Woche tatsächlich ein bisschen mehr Action zeigen kann und nicht nur ich am Läppi und laber hier lustig vor mich her und erzähle eine Menge Mist. Aber das sehen wir dann. Ansonsten schneide ich es raus. Immer eine Alternative. Okay, prima. Dann sehen wir später mal. So, wir sind immer noch Montag. Wir haben jetzt aber schon 20 vor 7. Ja, das mit dem Feierabend hat jetzt nicht ganz geklappt. Und ich saß auch heute trotz alledem die ganze Zeit am Laptop. Aber das war nicht weiter schlimm, weil heute Mittag hat die Nadine mich angeschrieben, die mir das Filmchen angeschaut hat und mir eine Idee ins Ohr gesetzt bezüglich mein Dilemma mit den mit der Strickjacke. Ja, Holzfällerhemd ist es auch ganz toll, aber ich habe ja doch die Idee fix mit dieser Strickjacke. Und die Nadine meinte ja, das ist ja sehr eindimensional und hat mir die, den Hinweis gegeben, ich könnte doch mal versuchen, mit einem Lochmuster zu arbeiten. Ja, sprich so, man sieht es nicht zusammen. So, das ist halt ein Loch drin. Ne, die Aussparungen von vom Stricken, von Strickmaschen sind ja Löcher. Und dementsprechend kann ja der Hintergrund dann durchscheinen und dann sieht das dann so aus. Oh, das war jetzt eine dumme Idee. Die zwei wegschieben und jetzt verstecken. Wenn man von Weitem guckt, das ist sehr eindimensional und das hat Tiefe. Und dann habe ich da natürlich ein bisschen weiter mit rumgespielt, meine Brandfarben und ich glaube, wir sind da so auf den richtig, richtig guten Weg, weil, haben wir schon mal die Ausdrucke sehen. Das sieht ja aus wie, ja, was wie handgefärbte Wolle. Da habe ich jetzt immer nur mit einem dunklen und einer hellen Farbe kontrastiert. Wenn ich jetzt ein bisschen näher aneinander gehe, dann wird es nicht so fleckig sein.
Aber es ist nicht mehr so eindimensional, was mir eigentlich die ganze Zeit gestört hat. Vielen Dank, Nadine. Das hat mich richtig weitergebracht. Dankeschön. Guten Morgen. Es ist jetzt Dienstag, 14. Juni. Schon das Jahr, 14. Juni. Das Läppi lädt auch gerade eben. Manni Benny ist auch gerade reingekommen von ihrer Runde. Ob sie hier bleibt, weiß ich nicht. So, wir haben jetzt schon Dienstag. Es ist jetzt 8:45. Unten läuft der Dobby, also nur Saugroboter. Und ja, heute, was steht heute alles auf dem Programm? Neben das übliche Herbstkollektion habe ich nebenbei so gestern so die zweite Gehirnhälfte, was auch immer, so ein bisschen weiter vor sich hingedacht. Ich habe ja jetzt ein, hallo Moni Benny, ein ziemliches Loch in der Kasse, weil ich ja also Mavoka den Auftrag gegeben habe, meine Seite neu zu bauen, also meine neue Seite neu zu bauen. Und Mäuschen, das ist ja nett von dir, aber ich sehe, das sehen die Leute hier nur dich und nichts mehr anderes. So. Und da habe ich mir gedacht, um das Loch in der Kasse wieder zu füllen, könnte ich doch mal sowas machen à la Super Second Saturday. Aber das geht ja über BWA, die Sachen, die ja so kleine Macken und so weiter haben. Die habe ich zwar auch, aber das finde ich ein bisschen unfair. Ich habe aber so noch eine ganze Menge an Maschenmarkierern und an Wolle und so weiter, die, wo ich ja nur noch ein oder zwei noch davon habe, oder die es nicht in den Shop, nie in den Shop geschafft haben, ob ich nicht so ein paar Geschenkboxen zusammenstellen soll, so zum Beispiel für 10, 15 oder 20 Euro. Wo halt ich diese Sachen mit verkaufen kann und so ein bisschen Geld in die Kasse bringen kann. Also, ja, ist ja noch lang. Ja, ich glaube, dann mache ich mir noch ein bisschen mehr Gedanken darüber heute. Und also es werden ja nicht nur so die Box und oder Maschmarkierer oder Box mit Wolle und Maschmarkierer. Ich würde da noch so ein paar Extras mit reinmachen. Vielleicht eine kleine Anleitung, vielleicht was, was ich selber schon mal gehäkelt habe. Ach, so eine kleine Überraschung. Ich weiß, wir sind ja alle irgendwie zurzeit mit den Lebenserhaltungskosten, die gestiegen sind, sind alle ein bisschen knapp bei Kasse. Aber trotz alledem, es gibt ja immer noch genug Verwandten und Freundinnen, die häkeln und stricken. Die haben trotzdem dieses Jahr auch noch Geburtstag und sowas wie ja, Ostern und Muttertag sind ja jetzt vorbei. Aber es kommt jetzt noch Nikolaus, ne, wenn man da was schenkt. Aber auf jeden Fall noch Weihnachten. Gibt es auf jeden Fall noch. Also so eine kleine Geschenkbox. Das ist wirklich auch das Konzept, so Geschenkbox. Ja. Da muss ich noch ein bisschen weiter drüber nachdenken. Aber so langsam kommt da was zusammen. Kleines Konzept zusammen. So, Mäusepups, wir müssen aber heute aber anfangen zu arbeiten. Zur Post brauche ich heute nicht. Nicht wieder da lang. Geh dahin. Zur Post brauche ich heute nicht. Das heißt, ich kann direkt loslegen. Und das machen wir dann mal. Bis später. Es ist jetzt ein bisschen später. Es ist immer noch Dienstag. Und wir haben es jetzt 20 vor 11. Ich habe eine nette kleine Anleitung gefunden, die ich natürlich nur auf Englisch geschrieben hatte. Aber ich habe es jetzt übersetzt. Ich habe auch beide Versionen in A5 konvertiert, so runtergearbeitet, damit ich so zwei kleine Booklets machen könnte. Also einmal auf Englisch, einmal auf Deutsch. Gefällt mir ganz gut. Dann schaue ich dann jetzt nochmal, was ich so in den Boxen legen könnte. Also ich glaube, ich mache es wirklich mit drei. So einmal 10, einmal 15, einmal 20. Und ich schaue jetzt einfach mal nach, was in so einer Box alles rein könnte. Ja, also wie du siehst, statt
an der Herbstkollektion zu arbeiten, mache ich wieder was ganz anderes. Aber so eine spontane Idee soll man halt auch mal aufgreifen können. Vor allen Dingen, ich möchte auch unbedingt, dass ich das dann auch vor dem 30. Juni alles über die Bühne habe, weil am 30. Juni erhöht die Deutsche Post mal wieder die Gebühren, auf jeden Fall was Warenpost angeht. Und vor allen Dingen die internationale Warenpost. Also Warenpost international geht gehörig hoch, beziehungsweise ich kann mich da nicht wieder für das neue Programm eintragen lassen. Und das heißt, statt jetzt so 3,80 Euro pro Sendung in Europa, beziehungsweise außerhalb von Europa, würde es dann jetzt innerhalb von Europa knappe 9 und ich glaube weltweit knappe 13 oder sogar 14 Euro kosten. Und nee, das ist mir ein bisschen zu teuer. Und bevor halt diese Preiserhöhung da ist, würde ich gerne diese spontane Atelier-Verkaufaktion machen. Und ich öffne es auch für weltweit. Hört sich nach dem Plan an. Okay, dann mache ich jetzt mal weiter. Ich schaue mal, was ich in die Box machen kann. Kurz vor 7. Immer noch Dienstag. Vorhin habe ich vergessen zu filmen, aber ich habe Besuch von meinem Jüngsten gehabt, vom Physio. Der hat meinen jetzt angehenden Tennisellbogen ein bisschen behandelt und der hat mich geholfen, Picking Cards zu machen. Wunderbar, der kann auch häufiger vorbeikommen. Das nächste Mal mache ich vielleicht mal ein Bild von ihm. Ich habe jetzt auch gerade eben einen Newsletter verschickt, wo ich die Sonderaktion angekündigt habe. Also ich habe mich entschieden, das ziehe ich jetzt durch. Ich habe auch jetzt 3 Paketchen so Pi mal Daumen zusammengestellt. Also jede Box wird auf jeden Fall eine Anleitung haben in Printversion, ein paar Goodies und die Box von 10 wird nur Maschenmarkierer sein, vielleicht so 6, 7 rum. Die Box von 15, da wird ein kleiner Wollstrang dabei sein. Also dasselbe baut sich quasi immer auf. Und die Box von 20 Euro bekommt ein ganz normale 100 Gramm Strang Wolle dazu. Noch ein paar Kleinigkeiten, ein paar kleine Geschenke mit dazu. Also dass es sich auch wirklich als Box richtig lohnt. Ja, dann war heute der Tag dann doch erfolgreich. Erfolgreich auch, wenn ich nicht wirklich an der Herbstkollektion weitergearbeitet habe. Morgen ist ein anderer neuer Tag, obwohl morgen habe ich auch noch Zeitung auszutragen. Dann sage ich, dass ich morgen nicht viel mache, weil es ist A heiß, B in Hitze komme ich nicht so gut zurecht und ich bin sowieso nach Zeitung austragen meistens ziemlich müde, ziemlich kaputt. Aber das nehmen wir dann morgen. Wenn ich mich morgen nicht melde, dann spätestens Donnerstag. Okay, dann mache ich jetzt noch ein paar Kleinigkeiten, Feierabend. Aber so weit ging es eigentlich mal gut heute. Dann vielleicht bis morgen. Mittwoch, 15. Juni, 8:45 Uhr. Ich halte mich noch ein bisschen meine Kaffeetasse fest, beziehungsweise wärme ich an meine Kaffeetasse. Ich hatte Frühstück auf der Terrasse, das war eigentlich richtig schön angenehm. Aber da ich mich im Hinblick darauf, dass heute heiß werden soll, so richtig schön luftig angezogen habe, ist mir jetzt ein bisschen kühl geworden. Was steht heute auf dem Programm? Klar, es ist Mittwoch, dementsprechend die Wochenzeitung austragen. Ich warte darauf, dass sie jetzt geliefert wird im Laufe des Vormittags. Ich hoffe es früh, damit ich vor der Mittagshitze wieder zu Hause bin. Aber nur noch 3-mal, also heute und dann noch 2-mal und dann ist vorbei mit dem Wochenzeitung austragen. Dann habe ich eine Bestellung, die mache ich gleich noch fertig. Dann kann ich die auf dem Weg ins Nachbardorf bei der Post einbringen, abliefern. Und dann habe ich mir noch gestern Abend auf der Terrasse draußen eine To-Do-Liste geschrieben, was ich heute im Leseraum machen möchte. Kann ich dir nachher dorthin mitnehmen. Ja, das hört sich nach Plan an für heute und legen wir mal los. So, immer noch Mittwoch, 15. Es ist jetzt 10:45 Uhr. Zeitung ist immer nicht da. Wie du siehst, ist mir jetzt schon warm genug geworden.
Ich war gerade mal im Leseraum und habe die Kleider nicht mitgenommen, weil ich mich nebenbei entschieden habe wegen den Holzfällerjäckchen. Also ich werde weiter rumspielen mit den Strickjacken, also mit dem Strickmuster. Aber ich muss jetzt vorankommen und kann ich jetzt noch 5 Tage rumexperimentieren. Und daher habe ich mich jetzt entschieden. Die Waldbewohner bekommen ein, wie siehst du, ein Strickjäckchen an, also nee, nicht das Strickjäckchen, bekommen halt Holzfällerjäckchen an, einmal in dunkel, oh, wird nicht scharf, und einmal in rot, also rötlich. Hm. So rum wird das dann aussehen. So. Der Auftrag an der Druckerei ist schon raus, wird ungefähr bis zum 22. dauern, bis es da ist, also eine Woche. Ja, aber immerhin eine Entscheidung getroffen. Ein Punkt schon mal abgehakt auf meiner Liste. Ja. Der Tag verläuft schon mal nicht so schlecht. Ne? Guten Morgen, es ist Donnerstag, der 16. Juni. Heute ist Feiertag. Und wir sind um 2 auch eingeladen bei einer Freundin zum Essen. Aber ich wollte trotz alledem so ein paar Sachen vorbereiten, damit ich dann morgen nicht erst noch mit diesen Arbeiten aufgehalten werde, beziehungsweise mit den Wartezeiten fürs Trocknen und so weiter und so fort. Wir sind hier im Vorraum vom Laserraum. Der Laserraum ist da. Okay, die Architektur. Der Laserraum war früher mal Gästezimmer und weil hier hinter dieser Tür der Elektrokasten ist, der ja so manchmal auch so Klickgeräusche macht, sind wir dann störend, fanden wir das störend für, wenn Gäste da sind. Dann hatten wir so eine Trockenwand dazwischen eingezogen, damit die dann, wenn das schläft, dann nicht von diesem Klick und Klack und was auch immer Geräusche geweckt wird in der Nacht. Und dementsprechend haben wir jetzt auch, das kann ich ja auch nutzen, da ist der Laserraum, wo das Zeug alles steht und hier alles ein bisschen vorbereiten und hier schon mal packen. Hier ist noch Packungsmaterial von Mary Sheep von Weihnachten und hier von den Anhängern, Weihnachtsanhängern. Aber ja. Weshalb ich dich jetzt hierhin mitgenommen habe, ist, ich wollte ja die ganze Zeit schon mal was zeigen, statt immer nur am Laptop zu hocken. Der Grund, weshalb ich auch was vorbereiten will, ist, weil ich brauche die Platten, mit denen ich morgen arbeiten möchte, müssen durch und durch trocken sein, damit die Masking Tape auch haften bleibt. Hintergrundgeschichte. Vor ein paar Monaten las ich im Newsletter von Mr. Beam, ach genau, wollte ich ja immer schon mal gesagt haben, wenn ich so Sachen erwähne wie jetzt Mr. Beam oder irgendwelche Produkte, mit denen ich arbeite oder Geschäfte oder was auch immer, wo ich Sachen herhole, dann ist es keine bezahlte Werbung. Es ist wirklich, weil ich die Sachen dort hergeholt habe, meine eigenen Erfahrungen oder weil ich zum Beispiel gerne mit bestimmten Sachen arbeite, was auch immer. Also es ist keine bezahlte Werbung, es ist einfach nur, ja, das, womit ich arbeite und gegebenenfalls wohl oder nicht zufrieden bin. Bis zurück zu Mr. Beam. Hatte ich eine Anzeige gesehen, dass die Stadt hat auch diese normalen, üblichen Pappelplatten, die ja ganz blank sind, auch welche verkauft hatten, welche jetzt im Angebot haben, die schon vorgefärbt sind. In meinem jugendlichen Leichtsinn direkt schon wieder 2 gekauft, ne, einmal blau und einmal grau, ne, wunderbar, ein schönes Grau, wusste schon direkt, wofür ich es benutzen werde, aber Rückseite blank. 100%ig in Ordnung. Aber nicht, was ich eigentlich wollte, weil das ist vielleicht, wurde nicht aufgefallen, wie zum Beispiel jetzt auch bei den Herbstsachen, dass ich die Vorderseite bunt habe, aber die Rückseite nicht blank haben möchte. Weil bislang, oder die meisten von meinen Sachen sind ja, wie hier mit dem Herz, ne, vorne angemalt und hinten blank. Perfekt in Ordnung. Es ist ja Holz, man darf ja auch sehen, dass es Holz ist. Daher ist ja nichts dagegen einzuwenden, aber ich habe so ein bisschen eine Idee fix momentan oder manchmal, dass ich auch Vor- und Rückseite angemalt haben möchte. Gut, deswegen war das
von Ansatz in Ordnung. Das wäre ja auch eine extreme Arbeitserleichterung, aber es war ja suboptimal, weil ich ja auch die Rückseite angemalt haben wollte. Okay, dieser Effekt, was ist das? Ein Lasureffekt. Prima. Also, UBG ans Internet, UBG an eine Lasur besteht ja eigentlich aus Lösemittel, Bindemittel und Farbpigmente. Hört sich ja nicht so sonderlich, also Lösemittel, Bindemittel, hört sich ja schon, ja, so nicht so sonderlich öko an, ne? Also nicht so sonderlich nachhaltig und was entsteht denn da noch für komische Dampfen und so weiter und so fort. Habe ich weiter geforscht, bis ich eine Lasur gefunden habe, die hundertprozentig bio ist. Wunderbar, war zwar ein bisschen teurer, aber lass ich kommen. Die kam dann auch hier, das ist die Lasur. Und ich angefangen anzustreichen und also schön Vor- und Rückseite, ist auch schön der Effekt, das Holz kommt noch schön durch und so weiter und so fort, aber Öl. Nicht auf die Inhaltsangabe geguckt. Und das ist natürlich suboptimal, weil ich ja die meisten von meinen Maschen markiere noch so schön mit Origami-Papier beklebe. Und auf einem öligen Untergrund haftet natürlich kein Origami-Papier. Okay, abgehakt, war mal nichts. Dann hatte ich vor einigen Wochen, bei euer Konstantin, hat er über Laserfarbe gesprochen. Und da waren noch viele Farben, leider kein Pink. Aber dann dachte ich, lass mir das mal kommen. Gleich wieder zwei Dippen bestellt statt nur eins. Ne? Also einmal lila und einmal grün, ne? Weil wenn schon, denn schon. Auch im Hinblick darauf, dass halt beim Lasern keine giftige Dampfen entstehen und so weiter und so fort. Oh, kam mir ja als sehr plausibel vor. Wie es dann auch ankam zu Hause, dann habe ich dann auch mal im Inhaltsverzeichnis gelesen und enthält Öl. Ich habe es aber trotzdem einmal ausprobiert. Einmal schön angemalt, habe es einmal ausprobiert, aber es ist ein bisschen ölig, trotz alledem. Ich werde es morgen mal versuchen, also selbst drauf lasern, auch mal mit kleben, mal gucken, ob es haftet oder nicht. Aber wie es dann auch war, ich ganz frustriert nach oben, mein Ladegeklagt von meinem Mann. Und ich sage, ich möchte doch eigentlich so nur den Effekt haben, wie bei Wasserfarben auf Holz, damit diese Holzmaßung Wasserfarben. Warum in aller Welt kam ich nicht auf die Idee? Unten in den Keller. Ich sage, wir haben bestimmt noch irgendwelche Malkasten von den Jungs aus der Schule. Hatten wir noch gehabt. Zwar nicht mehr komplett, hatten wir noch. Dann habe ich mir gleich ein paar Reste besorgt. Habe ich ja genug. Und die angemalt. Und wie ihr seht, habe ich ja schon ein bisschen rumgelasert. Also einmal pink, dann das Grau, das eigentlich mehr schwarz als grau ist, und dann das braun, fussige Braun, was ihr schon beim Fuchs gesehen, also was du schon beim Fuchs gesehen hast. Das ist ein Masking Tape, der drauf geht, damit es halt so beim Schneidern nicht so verbrennt. Und ich muss ja sagen, das sieht man ja zum Beispiel hier bei dem Dachs, im Großen und Ganzen schon der Effekt, den ich haben wollte. Und deswegen, damit ich dann morgen auch ein paar Sachen mehr machen kann, werde ich halt jetzt ein paar Platten anmalen mit Wasserfarbe, damit die gut durchtrocknen können, damit dann auch morgen das Masking Tape, das ist nämlich nicht billig, auch richtig gut dran haftet, wenn ich dann laser. Ja, und das ist, was ich dann heute machen werde. Und deswegen ganz viel Gelaber, um mal zu erklären, was dann so alles bei so einer Idee fix dazugehört und wieso es auch manchmal schon mal teuer werden kann, wenn man so nicht die Sachen durchliest und wenn man sich so in Sachen verrennt. Aber jetzt werde ich erstmal Platten anmalen. Es ist Freitag, der 17. Juni. Ich bin heute direkt in den Laserraum gekommen.
Es ist schon mal spät, es ist 10 Uhr. Ich habe es länger gebraucht, ich habe noch ein Stündchen länger geschlafen, weil ich bin heute Nacht mit aufgewacht, weil ich Migräne bekommen habe. Und nicht einfach länger liegen geblieben, habe ich ausgenutzt. Ich hoffe, dass mir jetzt bald die Tabletten anfangen zu wirken, weil es ist so ein bisschen lästig. Und noch ein bisschen Geduld, vielleicht wisst was. Die Platten von gestern sind richtig schön getrocknet. Da lässt sich dann heute mit arbeiten. Das Pinke ist richtig schön geworden. Was heute auf dem Programm steht, ist der Feinschliff bei den Herbstmaschmarkierer. Regalpapier habe ich ja bestellt, beziehungsweise den Druckauftrag gegeben. Der Fuchs braucht nicht mehr viel an Arbeit, der ist schon ganz okay. Aber zum Beispiel die Öffnung, wo ich dann später den Haken anbringe beim Wolf, ist an der einen Seite ein bisschen sehr dünn, der könnte durchbrechen. Beim Dachs sowieso, also ich glaube nicht, dass das viel Spannung aushält. Also muss ich eine andere Lösung finden, wie ich den Haken bei ihm anbringen kann. Vielleicht sowas wie bei dem Eule mitten in der Stirn. Ja. Und dann will ich mit diesen Platten auf jeden Fall mal rumexperimentieren beim Eichhörnchen. Das ist mir im Kontrast mit Origami-Papier für den Schwanz viel zu blass. Also der Kontrast ist viel zu hell, also zu stark. Also mir gefällt das auch nicht so blass, wie es ist. Eichhörnchen sind überhaupt nicht weiß, ne, obendrein. Und dasselbe ist bei der Eichel. Ne, das ist, gefällt mir nicht. Also da werde ich auf jeden Fall mit den Platten mal probieren. Und dann sehen wir weiter. Okay, bis später. Es ist jetzt schon Samstag, der 18. Die Woche ist schon wieder vorbei. Ich werde jetzt gleich mal schauen, was ich im Laufe der Woche schon alles aufgezeichnet habe und was nicht. Ich weiß schon, was ich mir vorgenommen hatte, mehr zu zeigen, also dich mehr in den Prozess von Maschmagierer machen und so weiter mit einzubeziehen. Aber ich glaube, ich habe wieder mehr einfach vor mich hingearbeitet und vergessen, die Kamera anzumachen. Ich schaue es jetzt selbst erstmal nach, was ich aufgezeichnet habe. Dann schneide ich es ein bisschen so zusammen, dass es nicht zu langweilig wird oder hoffentlich nicht zu langweilig wird. Ich hoffe, es hat soweit Spaß gemacht, dass die dritte Folge jetzt vom virtuellen Tagebuch. Wenn es dir gefallen hat, dann gerne ein Like hinterlassen oder einen Kommentar. Gerne teilen, gerne weitererzählen und Kanal abonnieren. Das wäre auch ganz toll. Und ansonsten sehen wir uns vielleicht bei Instagram oder sonst wo. Okay, ich wünsche ein schönes Wochenende, wenn es gerade Wochenende ist, wenn du schaust. Und ansonsten schönen Tag. Alles Gute, bis zum nächsten Mal. Tschüss.